Diese Welt liegt östlich der Weichsel und erstreckt sich mit ihren weiten Ebenen und großen Strömen von der Ostsee im Norden bis hinunter ans Schwarze Meer. Die Griechen und Römer nannten sie auf ihren Landkarten Sarmatien. Eigentlich Europa hat sich von uns getrennt. Sie wissen dort nicht, dass sie in Europa sind und wir sind das Zentrum Europas im Grunde genommen. Moldawien und diese Länder, diese Kultur, die europäische Kultur und die Wiege der Geschichte liegt auch hier. Aber mit der heutigen Politik und Entwicklung, dadurch, dass wir so arm sind, sind wir ein bisschen ausgeschlossen von Europa. Und dann entsteht dieses Gefühl, dass wir gar nicht drin sind. Jeder Mensch sucht sich das Land aus, wo er hoffentlich glücklich sein wird. Ob er dort glücklich sein wird, ist schon die zweite Frage. Aber der Wunsch dazu ist da. Ist es so, ja. Ist doch schön, nach Glück zu streben. Ja. Jetzt kehrt das Gefühl wieder zurück, dass wir auch, dass jeder persönlich etwas verändern kann. Ich weiß nicht, ob es wirklich möglich ist, aber das Gefühl ist da. Und wir versuchen, die Situation zu verändern.